Ja, hallo erstmal. Hier ist euer Papa Schlumpf. Ich habe mal eben wieder ein Video für euch gemacht. Mal eben ist gut. Und naja, ihr wisst ja, dass ich eher so ein ganz ruhiger Typ bin. Ganz relaxed. Und ja, viele haben da so zu mir gemeint, so Mensch, ich muss doch mal ein bisschen mehr motiviert klingen in meinen Videos und so ein bisschen flotter das Ganze machen oder mehr Scheuen reinbringen, was mal das heißen soll. Aber naja, ich mache die Videos halt so, wie es mir passt. Ich verstell mich da auch für keinen. Und genauso mache ich das auch weiter. Ne? Boah, ich habe hier mit dem Blingling und mit dem Mega-Hombre gespielt. Schöne Grüße an der Stelle. Und ja, über was wollte ich denn heute mal noch so reden? Weiß gar nicht, was habe ich mir so als Thema überlegt? Kreative Denkerpause. Erstmal Schlückchen Kaffee, ne? Ja, Kaffee. Ah, ohne den geht gar nichts. Ja, jetzt habe ich aber irgendwie den Faden verloren. Weiß auch gar nicht, was ich noch sagen wollte. Ach ja, doch. Ein YouTuber, den ich jetzt in letzter Zeit relativ häufig schaue, den ich sehr gut finde. Das ist der Toddy. Toddy 2911. Nee, warte. Wie heißt der? Na, gucken wir mal eben schnell nach. Hab's ja alles hier. Kann man ja gleich alles nachgucken. Das finden wir schon raus. Einen kleinen Moment noch. Gleich habe ich's. Muss hier nur noch schnell die Formel komplettieren. Dreimal runterscrollen und viermal die Seite wechseln. Da ist er ja. Totti 2912 1975. Genau. Ja. Das war's eigentlich auch schon. An der Stelle kurze Welle mit der Delle. Noch mal ein Prösterchen. Ja. Rasieren wäre auch mal wieder nicht schlecht. Naja, mache ich ein andern Mal. Ja, würde ich sagen, macht's mal gut. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Servus Leute, Strohut-Sanji sagt Hallo. Ja, endlich ist mal wieder soweit. Call of Duty Ghost ist angesagt. Ich spiele eine Runde Hardcore-Herrschaft auf der guten alten Map Bayview mit der guten alten AK-12 und der guten alten Granate. Ich habe als Streaks das gute alte Setcom dabei, den guten alten Wachhund und den guten alten Heli-Schützen. Am Ende ist ein gutes altes 43-12 dabei rauskommen und das ist doch eine feine Sache, würde ich doch schon fast sagen. Die neuen Maps aus dem DLC sind alle sehr gut, nur finde ich sie teilweise ein wenig zu klein, weil sie zu groß sind. Also die Gegner spawnen die ganze Zeit um dich herum, aber dann findest du minutenlang wieder keine Gegner. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig Sinn gemacht hat, aber ist ja auch egal. Während ich jetzt hier noch den Beast Mode reinpacke, hau ich euch ein bisschen Musik rein und ich melde mich dann später nochmal wieder. Ja, das Gameplay ist jetzt fast schon zu Ende. Das ist doch eine feine Sache, würde ich doch schon fast sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Haut schon rein und haltet die Ohren steif bei eurem Strohhut Sanji. Hallo, ihr ganzen kranken Kackbratzen da draußen. Ich bin's, euer Viruskiller oder auch VK. So, was ist das hier schon wieder für eine Map? Ich kenne die alle gar nicht so, weil ich das gar nicht so viel gespielt habe. Aber ich bin sowas von auf Kotze, das könnt ihr euch nicht vorstellen, diese Scheiße hier. Host Immigration, 30, 40 mal, 100.000 mal, gefühlte Millionen. Hier, schau dir das an. Da fliegst du raus und wirst schon wieder in irgendeins reingeschmissen. Und was ist denn da? Nur Eckenschimmler, ihr krassen Fackschwänze alle, ganz im Ernst. Schwanznase, Noobs und Bobs hier. Das macht echt gar keinen Spaß, das Spiel. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Wann geht denn da endlich mal was ab hier? Ich versuche schon den ganzen Tag ein Spiel aufzunehmen und dann kommt man doch endlich mal wieder hier rein.
Und guck, da geht's schon wieder los. Oh, was ist denn das hier zum Abkotzen? 3 Stunden habe ich gesucht, bis ich endlich in das Spiel hier reingekommen bin. Nee, wie die Leute nur auf dieses Spiel abfahren können, ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist die letzte Scheiße und ich könnte mich nur auskotzen. Die Technik stimmt nicht, die Balance stimmt nicht, der Kontrast stimmt nicht. Alles nur Matsch hier. Das ist einfach nur ein verbessertes MW2, nur noch billiger. Keine neuen Spielmodi, keine Neuerungen, alles derselbe Scheiß, hat man alles schon gesehen. Nee, was für eine Pimmelkacke hier, so eine Scheiße. Damit verdienen die hier Geld, Millionen und Millionen fließen rein und was machen sie draus? Nichts, aber auch gar nichts. Mann, oh Mann, nö, tut ja keine Not, da was zu optimieren. Nein, nachher haben die Leute noch hier einen Spaß dabei. Nee, ich sehe die Scheißgegner hier einfach nicht, die alten Spinner, und mir bringt es sowas von keinen Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier, der ist doch schon wieder. So eine Scheiße ist das, da rennt er weg. Ich hasse dieses Spiel. Na, wo campen sie denn jetzt alle schon wieder? Ha? Da bewegt sich kein Schwein. Da bewegt sich doch keiner. Ah, oh, das kann es nicht sein. Da dödeln sie schon wieder alle in den Ecken rum, die alten Kacknasen. Nichtsnutzige Noobs, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse die Macher dieses Spiels und alles, was mit diesem verdammten Spiel zu tun hat. Ah, du alter Fickfrosch. Und da hinten da hauen sie schon wieder ab. Oh Gott, fuck, was war das jetzt schon wieder? Nee, sorry Leute, das war's von mir mit Ghost. Also Ghost kommt erstmal keins mehr, erstmal nur noch Battlefield 4. Nee, ich bin echt raus. Cut, Kotze, leck mich am Arsch, verdammte Scheiße, Fotzen. Jo, was geht ab, Leute? Beim Start mit Resident Evil Guest Gameplay. Und Danny Burnett hat wieder der krasse Rassist gehatet in seinem Video gegen mich. Und ja, das finde ich voll langweilig und da will ich auch gar nicht so drüber reden. Aber auf jeden Fall, einer hat dem Respektschall gegeben. Und die Story wollte ich euch kurz erzählen. Und Rapper 0015 hat wieder so krassen Hate losgelassen gegen Rapper 4711, was hier keiner kennt. Ja, wie ist eigentlich eure Meinung dazu? Und noch neulich im Bus bin ich gesessen und, Digga, ich sag dir, 2 sind da gesessen, der eine war voll bekifft, ich schwör's. Und jedenfalls dann der 2 Meter Mann, so Muskelprotz, so voll aufgestanden irgendwie und so Messer gezogen, ey, fast geweint, Alter. Der eine war voll auf Drogen und ist dann ausgestiegen, ich bin ausgestiegen, so mein Kumpel war da und so gemeint, hey komm, der Typ geht da lang, hat fast geweint, und dann hat mein Kumpel gesagt, ja komm, gehen wir da auch hin. Und jetzt sind wir den Typen hergelaufen und hat dann das Messer gezogen, hat echt voll geweint, Alter. Jetzt, echt voll krass. Und ja, was haltet ihr so generell so von Schlägerei? So, ich bin auch immer so, wenn ein Kumpel zu mir kommt, wenn ein Bro zu mir kommt und sagt, Digga, komm, hilf mir, ich hab Probleme, Digga, dann, ja, dann ist klar für mich, dann helfe ich dem auf jeden Fall. Und ich regel das immer 1 gegen 1, aber beim letzten Mal, wo ich da war, kamen auch 100 Leute mit Mercedes angefahren oder so und ich habe alle 100 Respektschläge gegeben und ich nehm's dann mit allen auf, kein Problem. Krasse Gangster. For life, Bro. Na, Digga, das geht auf keinen Fall. Ja, das Wort der Woche ist Schnitzeltitten. Deswegen sage ich das jetzt noch dreimal. Schnitzeltitten. Ja, Digga, Lasagne for the win. Und darauf noch einen Digga. Ja, ganz wichtig, was ich auch auf jeden Fall euch noch erzählen wollte, worauf ihr mal aufpassen müsst. Wenn ihr auf der Straße lang geht und so, dann zeigt ihr